darf mal rein. Oh, hallo. Nehmen Sie Platz. Danke. Wollen Sie Kaffee? Nee, danke. Ja, jetzt sagen wir, das ist das Wort. Haben Sie dieses Schreiben, das wir auch an mich geschickt haben, oder die mitgeschickt haben, dabei? Das habe ich dabei, ja. Und das ist unterschrieben. Vom Richter sicher nicht. Das will ich sehen. Zeigen Sie mir die Unterschrift. Die persönliche Unterschrift ist nicht drunter. Und dann können Sie gleich wieder gehen. Schönen Tag. Alles klar. Das hatte ich Ihnen auch schon mal mit dem Herrn gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin ganz bereit, wenn das alles auf einer rechtlichen Basis abläuft. Habe ich Ihnen das gesagt? Ihr Verständnis von rechtlicher Basis zu der, die hier herrscht, ist unterschiedlicher. Geht denn nur Recht, was nützt, oder gilt Recht, was Recht ist? Ich sage mal so, nützen Sie das alles hier ohne zu bezahlen, und wenn es dann kommt, berufen Sie sich darauf, dass hier nichts ist, dass der Staat nicht existiert. Nichts ohne bezahlen. Herr Gott, wie oft wieder heute. Muss ich bezahlen, überall. Ja. Aber es gibt mehrere Sachen, die Sie nicht bezahlt haben. Daher, mir ist es gar nicht. Welche Sachen? Sprechen Sie an, welche Sachen? Mehrere Sachen von der Oberfinanzdirektion, Finanzgericht, ja, und sonst noch welche. Weil die Grundlage nicht da ist. Haben wir es doch schon wieder. Eben. Ohne Grundlage geht gar nicht. Bist du da, Herr Perschke? Herr Kotzwitz, ich habe Sie schon in Gott vorangebracht, deshalb dürfte für mich das kleinere Übel sein. Wenn Sie mir auf ein Schreiben kommen, was von Richter nicht unterschrieben ist, das habe ich Ihnen schon 100-mal erklärt. Ja, und ich habe Ihnen 100-mal erklärt. Dann brauchen wir ja nicht auf die Matte kommen. Der Richter, der muss doch unterschreiben, oder? Ja, sicherlich muss er nicht unterschreiben. Warum macht er das denn nicht? Ja. Er macht es. Das habe ich Herrn Kotzwitz schon 100-mal erklärt, auch damals mit dem Haftbefehl. Sie werden keinen Haftbefehl und keinen Vollzugsbeschluss haben mit einer Originalunterschrift. Diese Originalunterschrift befindet sich in der Akte, in der er das erlassen hat. Das Gericht Haftbefehl, man wird verhaftet, ohne dass das unterschrieben ist, vom Richter persönlich? Doch, es ist unterschrieben, aber nicht der Haftbefehl selber, sondern der wird ausgefertigt. Und das heißt, eine Ausfertigung ersetzt das Original im Rechtsverkehr. Das heißt, kommen die Leute mit so einem Zettel? Was nehmen Sie mit der Polizei? Ich muss es verantworten. Ich habe es damals verantwortet und ich verantworte auch, dass ich Ihre Wohnung aufmachen habe. Ich kann kein Problem mit Köpfen. Sie können sich beschweren über mich. Aber das wird eine teure Geschichte. Das ist kein Problem. Damit habe ich es. Deswegen stellen Sie sicher Ihr Auto immer da oben hin, damit keiner nachverfolgen kann, wo Sie herkommen. Richtig. Okay. Weil Sie doch gar nicht über mich kommen. Ich habe keine Schwäche. Sie wissen überhaupt nicht. Wie gesagt, Ihr Verständnis von der Sache ist völlig anders als dem, was... Das ist muss ja nur ein Recht geben, was stimmt, oder? Also wenn man zwei Ansichten hat, kann nur ein richtig sein. Das ist richtig, tja. Sag ja, Herr Kotzwitz erkennt zwar nichts weiter an, aber er hat sich ja in diesen Sachen mehrmals schon beschwert, ist er nie durchgekommen mit seinen Beschwerden. Ja, weil Recht gebeugt wird. Daher ist es immer wieder dasselbe, weil Recht gebeugt wird. Das ist selbstverständlich. Die Schlüsse müssen ja unterschrieben werden, das weiß ich zum Beispiel auch. Es gibt doch genügend Schreiben. Es gibt doch Gesetze, oder? Ja. Auch Beschlüsse vom Bundesverwaltungsgericht. Wo drinsteht, dass ein Richter unterschreiben muss. Herr Kotzwitz, ich habe Ihnen gesagt, die Unterschrift existiert in der Vollstrecke. Nein, habe ich doch nicht gekriegt, ob den Herr Berschke, ich habe Akteneinsicht genommen. Da war nirgendwo eine Unterschrift von einem Richter. Mir brauchen Sie nichts erzählen. Alles klar. Ja, warum ist die dann in der Ausfertigung nicht, wenn er nun keine Ausfertigung haben will, sondern das Original, oder? Das steht auch im Gesetz. Herr Kotzwitz, Sie haben sich irgendwas angelesen oder angehört, wo das überhaupt nicht stimmt. Ja, Sie machen das Recht so, wie es für Sie gut ist. Genau, und Sie nehmen es aus, wie Sie es brauchen. Ich lasse mich darauf ein. Eine Auslegungssache soll das sein. Herr Kotzwitz, wie ich das so aus, nicht ich. Wie gesagt, es bringt doch auch jetzt nicht, Herr Kotzwitz. Aber gibt es da nicht Gesetze? Das habe ich auch schon gelesen. Sie haben Sie angeschrieben, Sie haben angekündigt, Sie haben... Eine Kopie steht auf. Die Richtung, die können Sie sich gar nicht angucken. Die hätten Sie mir gleich schicken müssen, so wie es da stand. Muss ich nicht. Das ist das Stand, den Sie... Ja, das hat meine Freiheit auch vergessen. Sie haben es doch jetzt, Herr Kotzwitz. Das ist doch kein Problem. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Sie liegen, das liegt doch hier. Das wissen wir nicht. Die können Sie nur gerne da lassen. Aber ich will sehen. Das ist der Richter unterschreiben. Das wissen Sie ganz genau. Das habe ich mit dem Haftbefehl schon unterschrieben, versucht zu erklären, das hat Ihnen nichts genutzt, habe ich Sie mitgenommen gesagt, das nächste Mal komme ich mit dem Schlosser, da können Sie sich schon drauf einstellen. Ja. Das ist ja eine Drohung jetzt. Nein, das ist keine Drohung, ich sage Ihnen nur, wie es weitergeht. Nach meinem Kenntnisstand muss das unterschrieben werden. Also wenn Leute kommen... Sie können es doch gerne, Sie sind so wahrscheinlich alle einer Meinung. Wir sagen, wir sind... Nee,
Die muss doch sagen, die Prozessordnung sagt das aus, BGH-Beschluss, dass dem Zustempfänger immer nachgewiesen muss, dass das Original beschrieben ist. Das kann man nur durch Unterschrift. Nein, so steht es vorliegen. Haben wir da das Blatt mal da oben, das komische Blatt? Es steht drinnen, dass das so unterschreiben ist, richtig. Diese Originalunterschrift ist nicht dort. Na hier, das ist das hier aber. Also ich hatte es gelesen, zum Beispiel, das sollte Sie interessieren, welches Urteil war es? Bundesverwaltungsgericht. Aktuell. Die ist nur entbehrlich in Fällen, die aus technischen Gründen die Beiführung einer eigenen Unterschrift unmöglich sind, nicht für normale Briefpost übermittelte Schriftsätze oder Beschlüsse etc. pp. Dem Zustellempfänger muss nachprüfbar sein, ob die Richter, die eine Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil unterschrieben haben. Deswegen genügt Ihnen soweit die Angabe gezeichnete Unterschrift nicht. BGH-Beschluss 7 ZB 665. Also, das kann man jetzt nachlesen. Können wir euch noch, denke ich mal, einschränken, vielleicht, das ist keine Fantasie, das ist BGH-Beschluss, also ist jetzt nicht Fantasie. Das ist keine Meinung, das Gesetz, ne? Ja. Also hier keine Meinung, also eine Meinung zählt ja sowieso nicht, sondern hier zählt ja, denke ich mal. Kann auch eine richtige Ansicht geben, die muss rechtlich korrekt sein. Ja, der Name des Richters steht drin, in Unterschrift und Richter muss steht mit dem Namen zumindest so wiedergeben hat, dass über die Identität kein Zweifel zukommen kann. Und hier steht für den Zustellempfänger. Und hier steht Puls, Richter und Amtsrichter. Sie wissen also, dass Richter Puls das unterschrieben hat. Ja, wieso denn nur? Aber da ist doch keine Unterschrift. Das kann die Maschine schreiben, das Blatt. Deshalb gibt es einen Ausfertigungsstempel, den die Beamte beim Justiz. Ja, aber das ist doch bloß eine Beglaubigte, das ist doch nur eine Justizangestellte, das ist doch nicht der Richter. Und die Aussage, wenn der Kotwitz sagt, er hat in die Akte geschaut und da war keine Unterschrift. Haben Sie in die Akte geschaut? Nein, muss ich nicht, mir reicht das. Ich wäre vorsichtiger, ich würde mir das noch angucken. Nein, ich gucke mir das nicht an, ich weiß, was ich mache, ich mache die Sache schon lange genug. Hat sich wahrscheinlich noch niemand gewehrt, wahrscheinlich. Das steht ihm frei, sich gegen den Durchsuchungsbeschluss zu sperren. Also die Staatshaftung ist doch aufgehoben worden, er muss doch dann selber dafür haften, ne? Das gibt es ja schon lange. Privathaftung. Seit 82 schon. Naja, da müssen wir da mal gucken, wie man da, wenn er droht mit Polizei und was weiß ich nicht, dann wird er sich sicherlich ganz schön verantworten müssen für die Sache. Welcher Beamte? Sie sind Beamter oder? Ja. Ich bin Beamter. Amtsaufsicherung und Amtsausweis. Dann ist ja die Vollstreckungsgrundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Ich kann Ihnen das nur so erklären, ob es das nun existiert oder nicht. Wie ist das? Wieso denn nur schon wieder? Amtsanmaßung. Sie haben eben gesagt, Sie sind Beamter, haben einen Amtsausweis und haben einen Dienstausweis. Das heißt, Sie haben jetzt eine Amtsanmaßung begangen und die ist strafbar. Und dafür werden Sie irgendwann früher oder später haften, das versprechen wir Ihnen jetzt schon. Da Sie versprechen ja auch mit Polizei zu kommen. Paragraph 1839 BGB. Da gibt es auch eine Sorgfaltsbarstadt, so. Paragraph 56 Bundesverfassungsgesetz. Jetzt machen Sie sich Gedanken, warum Sie Ihren Job noch machen. Und wie Sie den weiterhin machen. Du kannst es ja emotionslos vortragen. Also Paragraph 56, beziehungsweise 63 nach dem neuen Bundesbeamtengesetz sagt ja aus, die Remunerationspflicht, Sie müssen die Rechtsgrundlagen kennen, ansonsten Amtshaftung, Staatshaftungsgesetz aufgehoben seit 1982, das Bundesverfassungsgericht. Ich muss auch mal fragen, warum die das gemacht haben, Gerichtsverfassungsgesetz, Paragraph 15 aufgehoben, keine Staatsgerichte mehr. Also es hat ja alles eine Konsequenz. Sie sagen, es ist richtig für Sie so, aber irgendwann, die DDR-Richter haben es gedacht und die im Dritten Reich auch und am Ende kippt es mal, dann wird man dafür zur Rechenschaft suchen, was habe ich gemacht, was stimmt und was stimmt nicht. Das mag dann so sein. Wenn es keine Unterschriften gibt in der Akte und Sie jetzt selber von sich sagen, ich kontrolliere das nicht, mir ist das egal. Also wenn ich auf der anderen Seite sitze... Nochmal für Sie, es gibt eine Originalunterschrift. Diese Originalunterschrift unter diesem Durchsuchungsbeschluss befindet sich in der Vollstreckungsakte, die beim Amtsgericht ist. Das glaube ich. Sie haben es gesehen. Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Jetzt sind wir ganz ehrlich. Unter uns, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass eine Unterschrift in den Akten liegen soll. Aber wissen Sie, was das Gute ist? Ich habe einen sehr, sehr guten Anwalt. Und der hat mir gesagt, ihm ist nur bekannt, er hat nur einmal eine Unterschrift gesehen. Und das ist nur bei Strafsachen. Ansonsten noch nie. Mhm. Und das finde ich schon sehr bedenklich, dass die Juristen sich natürlich, die Anwälte selber schon wegen ihren Lizenzen sehr doll zurückhalten, ist ja sowieso eine Geschichte für sich. Weil sie jetzt immer sagen, das liegt da in der Akte. Also ich kenne niemanden, bis auf meinen eigenen Anwalt, der nur eine ordentliche Strafe, und der macht hier Morde und solche Faxen. Da glaube ich ihm das auch noch. Und er sagt aber, die Richter unterschreiben nicht. Verstehen Sie? Nein, deshalb habe ich das selber geprüft worden. Ich versuche das nur emotionslos, wie ich das sage, wie das so ist. Diese Unterschrift befindet sich in der Akte. Dort, wie gesagt, hat der Kotwitz keinen gefunden. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er eine falsche. Ich habe selber meine Akte damals auch keinen gefunden. Das kann ich auch bestätigen. Das weiß ich nicht. Deshalb weiter so. Es gibt das, was ich am Anfang sagte, es gibt diese
sage ich mal, Sache, dass das Original, sage ich mal, ist in der Akte. Und damit aber, sage ich mal, zu dokumentieren, dass es das gibt, wird eine Ausfertigung erstellt. Das weiß ich, das hat mir... Habe ich bei mir in der Akte. Das ist klar. Und die kopieren Sie aber nicht. Und in dieser Ausfertigung gibt es diesen Standardspruch, was ich ja wiederhole, ich gerne nochmal sage, diese Ausfertigung ersetzt diese Urschrift, wo diese der Schrift der Richter persönlich Schrift hat, im Rechtsverkehr. Rechtsverkehr heißt, wenn ich nach außen etwas mache, wie in diesem Fall. Okay, wo steht das drin? In der ZBO. Okay, und wenn es Bundesverfassungsgericht das Gegenteil feststellt, was gilt? Bundesverfassungsgerichtsgesetz § 31 sagt, auch sämtliche Aussagen des Bundesverfassungsgerichtes binden alle Behördengerichte. Das heißt, selbst wenn es in der ZBO steht, wenn es nicht stimmt und das Bundesverfassungsgericht sagt das Gegenteil, wir berufen uns immer auf hohe Urteile, dann müssen Sie für sich den Schluss, Sie können es auch gerne nachlesen, ziehen, das ist falsch, was da steht. Okay. Und es gilt immer das höhere Recht. Und das Bundesverfassungsgesetz bricht alles. Was die Normenhierarchie ist Ihnen ja bekannt, hoffentlich. Deswegen sollten Sie diesen Zettel mal mit einstecken und das mal nachher schauen. Habe ich doch. Okay. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht. Müssen Sie auch immer die Gegenseite verstehen. Wenn die mitkriegt, es läuft ja nichts, wie es sein muss. Dann muss man sich aufregen, dann muss man Fragen stellen, warum nicht. Und wenn man dann die Gründe findet, dann verstehe ich natürlich den Kampf von solchen Leuten, die sagen, nee, so kann das nicht sein. Ja, ich sage mal, Sie machen Ihren Job und Ihnen wird gesagt, so ist das richtig. Und am Ende wird dann immer irgendwas falsch gemacht. Ja, mag durchaus sein. Aber wie gesagt, Herr Kotzwitz hat es ja schon in mehreren Sachen sich an die nächste Stelle nach dem Amtsgericht beim Landgericht beschwert. Und jedes Mal sind erst beim Amtsgericht selber und gegen diese ablehnende Beschluss, dass er beim Landgericht vorgegangen ist, wieder nicht durchgedrungen mit dieser ganzen Geschichte. Könnte sein, dass das Recht da gebeugt wird. Wo Sie dann sagen, dass alle das Recht beugen, was ich mir eigentlich so... Nicht alle, es gibt auch vernünftige Richter, die sagen, also was zerreiße ich, das mache ich nicht mit. Nehmen wir nochmal das Beispiel Ordnungswidrigkeit. Da hat der Richter aus Herford gesagt, es gibt dort keine Grundlagen. Und jetzt kommen Sie und wollen wegen Ordnungswidrigkeit einsammeln. Das ist die zweite Sache. Das ist doch ein Widerspruch. Nein, Herr Kotwitz. Natürlich ist es ein Widerspruch. Wenn der Richter sagt, als berufener Mann, studierter Mann, es gibt keine rechtliche Grundlage, dann kommen Sie und wollen Omi. Sie meinen, die Gerichtskasse... Wenn Sie mir ordentlich unterschrieben, dann... Du möchtest ja zahlen, aber nur, wenn unterschrieben ist, ordnungsgemäß. Dann müssten wir das vielleicht da vermerken auf diesen Zettel, den er wieder mitnimmt. Ja, schreiben Sie das, ich bin zahlungswillig, aber nur auf der rechtlichen Grundlage. Das schreibe ich gerne auf, aber ich sage Ihnen so, wie es ist, Herr Kotwitz, ich komme definitiv wieder. Sie können sich auch gerne stören. Sie können sich doch gerne beschweren, das ist doch kein Problem. Wir leben in einem Rechtsstaat, das ist möglich und dann werden wir sehen, ob der Richter, der dann diese Sache urteilt, auch das Recht bricht. Das werden wir doch dann sehen. Ja, vielleicht jetzt der Richter noch nicht, aber dann Tag noch. Übrigens habe ich Sie der Stelle für Regierungskriminalität. Regierungskriminalität und Behördenwillkür. Ihr Name steht dort schon. Alles klar. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich nicht der einzige Richtsvollzieher bin, der dort steht. Nee, das sind schon zig Leute, reihen sich da ein und irgendwann werden auch, wie Sie und andere Personen, auch im privaten Bereich eine schöne Post zugestellt bekommen. Alles klar. Und dann kommen eben halt andere Leute und möchten dann das Geld von Ihnen haben. Und eine Strafanzeige beim... Was dann nach Recht und Ordnung geht, also nach Gesetz und Ordnung geht. Werden wir sehen. Das werden wir nicht. Das werden wir sehen. Das wollte ich jetzt auch so als Drohung auffassen, wie ich das als Drohung auffassen. Das genauso. Ach, bei Ihnen ist auf einmal ein Hinweis. Ich habe das ist ein Hinweis. Eine Drohung ist immer nach Strafrechtsdefinition eine Androhung von rechtswidrigen Dingen. Also wenn ich Ihnen drohe, was wegzunehmen, weil ich eine Rechtsgrundlage habe, ist das keine Drohung. Wenn ich aber keine habe, ist es... Wenn ich aber der Meinung bin, dass es auch rechtswidrig, was Sie machen, dann... Naja, es ist müßig. Er beruft sich jetzt auf § 839 BGB zum Beispiel, Amtspflichtverletzung dahingehend zustellt, dass in § 823 die Schadensersatzpflicht des Handelnden gilt.